Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady und wie man sieht, der Regenschirm, das ist der hier, sieht komisch aus. So, ohne Regenschirm, mit Regenschirm. So sieht es aus, wenn ich mit dem Regenschirm rumlaufe. Und wie ihr seht, da ist ein Sichlor 1427. Ich bin extra nach Kehl gefahren, weil ich erfahren habe, dass hier ein Sichlor-Nest ist. Und ich muss ehrlich sagen, das freut mich mega, dass es endlich mal wieder ein schönes Nest gibt. Sichlor ist definitiv eine gute Idee, um entweder einfach mal Sherox zu bekommen, wenn man noch keinen Sherox hat, oder sich einen guten Angreifer gegen Psycho-Pokémon zu ergattern, weil das wirklich eigentlich ein sehr, sehr gutes ist. Ich glaube, das zweitbeste nach Despotar, weil Despotar nun mal Undichtattacken haben kann, ist dann Sherox, der zweitbeste Angreifer. So, aber jetzt sollte ich mal langsam loslegen. Das Problem ist, ich würde gerne mit zwei Händen fangen, was mir aktuell etwas schwer fällt. Ich werde jetzt einfach mal den Hyperball nehmen, aber den Regenschirm festhalten? Nee. Okay, dann Handy festhalten mit der Regenschirmhand und dann drehe ich halt mit dem Daumen voll daneben. Blöd. Okay. Nur mit der Hand. Deswegen wackelt auch das Handy. Jetzt. Was war das denn? Okay, ich verstehe gerade nicht. So, ich habe jetzt eine Hand frei, der Schirm wieder eingeklemmt, so dass ich ihn nicht halten muss. Und jetzt habe ich eine Hand frei. Jetzt warte ich erstmal, bis Sichlor sich endlich mal entschieden hat, wieder in die Mitte zu kommen. Endlich. So, klasse. Nicht so toll. Gefällt mir nicht. Aber so wie es aussieht, bleibt es jetzt drin, weil ich es getroffen habe. Es ist nicht besonders gut. 1400 ist gar nicht so gut. 3000 Sternstaub, das ist wirklich nicht gut. Aber vielleicht, nee, auch die Bewertung ist nicht so toll. Vielleicht verschicke ich das später sogar. Na gut, das heißt, ich werde das nächste Sichlor suchen. Tatsächlich ist da noch ein Sichlor. Ich dachte, der Tracker will mich verarschen, aber es ist doch wirklich so, dass da jetzt gerade noch ein Sichlor ist. 1652 WP. Ich muss erst Erfahrung sammeln, deswegen werfe ich jetzt einfach trotzdem Himbeeren. Und mein Kragen nervt mich, aber ich glaube, ich muss ihn dran lassen, weil sonst mir der Schirm nicht so hebt, wie er heben soll. Halten soll. Ach, wie auch immer. So. Hyperball. Und warten. Irgendwie ist das alles noch nicht so, wie es sein soll. Ah, besser. Nein. Komm wieder in die Mitte. Sofort. Sichlor? Komm in die Mitte. So kann ich nicht werfen. Boah, endlich. Was soll denn der Scheiß? Eieiei.
so macht das echt keinen Spaß. Scheißdreck. So, großartig. Eins, zwei, drei. Ich habe falsch gezählt, ja. Definitiv. Na, egal. So, tja, das Problem an Sichler ist jetzt momentan eigentlich nur, dass man einfach nie auf ihn werfen kann. Und das nervt gerade ziemlich. Aber andererseits, irgendwie muss man es ja fangen. Tja, man will es nicht glauben, aber da ist tatsächlich ein drittes Sichlor. Aber ich stehe hier, glaube ich, auch schon gefühlte 10 Minuten rum, um ein paar Pokestops zu drehen, weil einfach das Internet nicht so toll ist. Oh, 916, da riskiere ich es jetzt aber mal mit einer Sananabeere. Das wäre ja traurig, wenn man da jetzt keine Sananabeere drauf werfen kann. So, ich nehme jetzt erstmal einen Hyperball. Vielleicht kommen dann mal langsam die anderen Bären wieder zusammen. Ich mache hier mal AR-Mode an. So, Leute, ich kann aktuell keine Facecam machen. Das liegt daran, dass wenn ich auf AR-Mode schalten möchte, um vielleicht es ein bisschen einfacher zu haben, Sichler zu fangen, weil ich keinen Bock habe, jetzt ewig zu warten, bis Sichler vielleicht mal wieder in die Mitte geht. Ich habe keine Lust, so viele Bälle zu verschwenden. So viele Bälle habe ich einfach nicht. Und jedes Mal, wenn ich das Handy schütteln muss, weil ja meine Kamera spinnt, beendet sich die Aufnahme von dem anderen Aufnahmeprogramm. Obwohl ich gerade abgeschaltet, das gerade eingestellt habe, dass das nicht tun soll, hat das trotzdem getan. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich was schicken möchte bei 900 WP. So, und dann kann es eigentlich weitergehen. Die ganzen Taubsis und hast du nicht gesehen, die fange ich dann offscreen. Man muss sagen, das Sichlernest ist der Hammer, weil es einfach echt extrem gut ist. Wenn ich überlege, dass an einer Stelle gerade drei Sichlers gefangen habe. So, und jetzt sollte eigentlich hier eins auftauchen, aber ja, das Internet lässt halt auf sich warten, mal wieder. Warum sollte es auch funktionieren? Es regnet schließlich und Melanie muss ja schließlich nass werden. So, na also, geht doch. Trick Nummer 1, dreh erstmal den Pokestop. 994, nicht die Welt. Sananabeere. Und erstmal Hyperball. Ja, das Display ist an einer Stelle, hat einen Tropfen und schon bleibe ich auf dem Display hängen. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Und wenn man sich beeilen will, weil Sichler mal sich entschieden hat, in der Mitte zu sein, fliegt der Ball einfach nicht los. So, jetzt aber, komm. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Sehr schön. Wie viele Bonbons habe ich eigentlich? Ich habe da vorhin jetzt dreimal nicht richtig drauf geachtet. 44. Ich sollte vielleicht mal nach der Sammlung gucken, die ich aktuell habe. Und zwar Lupe, am besten Plus, sich, ja, genau, das reicht schon, das ist auch ganz gut. Ich habe eigentlich schon zwei Sherox. Das heißt, ich sollte Bonbons sammeln zum Pushen, wenn ich dann... Ich habe hier sogar Kreuzklinge, Kreuzschere. Sehr gut. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Es kann zwar auch eine Unlichtattacke lernen, aber mit Step ist definitiv besser. Sherox ist schon geil. Wie gut ist denn das? Plus 82, KP, Angriff, wie aufregend. Ach je. Das ist aber nicht besonders gut. Du kannst stolz sein. Das ist dann noch schlechter. Was habe ich denn hier noch? Habe ich vielleicht alle noch danach bekommen?
Verteidigung als auf 15. Das ist auf jeden Fall mal besser als das, was ich schon entwickelt habe. Angriff auf 15. Das ist auch gut. Kann sogar sein, dass eins vielleicht sogar ein bisschen mehr hat. Gut, klar, die blauen sind ja ganz neu. Die habe ich erst frisch gefangen. Und wie viele Metallmäntel habe ich? Stück. Also eigentlich bräuchte ich so viele Bonbons, wie, so dass ich 5 Stück entwickeln kann. Das wäre natürlich nice, damit ich meine Stahlmedaille verbessern kann. Und dass ich mindestens ein Sherox weiterentwickeln, hochpushen kann. Vielleicht sogar auch 2. Wer weiß, Mewtwo soll kommen. Also bereiten wir uns auf Mewtwo vor. Aber ich denke, das wird noch ein Weilchen gehen. Aber selbst Mew kann man ja sowas auch gebrauchen. Ui, siehe da, das vierte Sichlor. 1677. Meine Fresse. Das, wow. Also trotzdem mal lieber Himbeere. Den Hyperball rausgeholt und gewartet. Währenddessen laufe ich trotzdem mal weiter. Auch wenn das vielleicht nicht so toll ist, wenn er merkt, dass ich mich immer weiter weg bewege. Aber ich bin ja zu Fuß unterwegs, also von daher bin ich ja auch nicht zu schnell. Ach komm, Sichler, wenigstens in die Mitte oder nach rechts. So, getroffen. 1, 2, 3. Oh, scheint relativ einfach zu fangen. Scheint ja sehr einfach zu fangen zu sein. Was ist denn das für ein Satz? Es scheint einfach einzufangen zu sein. Ich weiß es nicht. Irgendwie klappt der Satz nicht. Du kannst stolz sein. Ja, okay. Vielleicht sollte ich doch ein paar Sananabären einsetzen. So Leute, ich riskiere es. 1786 Sichlor mit Sananabären. Ja, okay. Also auf der Seite kann ich jetzt nicht mehr werfen, weil ich versuche aktuell eher mit einer Hand zu werfen. Das schaffe ich schon eher, wenn ich nicht immer den gleichen Bogen machen würde. Okay, das war jetzt wieder nicht weit genug. Sag mal, was ist denn da los? Okay, bin ich nicht gewohnt. Der Ball hat überhaupt nicht das, was er gemacht hat. Hat überhaupt nicht das gemacht, was ich wollte. Mann, das ist echt nervig jetzt. Ich glaube, ich habe gerade meine Hose schon verbogen. Scheiße. Toll. Ja, ist ja überhaupt keine Ballverschwendung. Einfach fabelhaft, aber jetzt interessiert es mich gerade nicht. Ach scheiße, warum habe ich denn jetzt den Schirm verbogen? Das habe ich ja noch nie gemacht. Und da kommt schon das nächste Sichlor. So, wollen wir noch mal sehen, wie es damit aussieht. 895. Auch wenn ich jetzt eigentlich bei jedem wahrscheinlich eine Sananabeere werfen werde. Auch das hat 2000, aber das glaube ich nicht. So, Hyperball. Diesmal habe ich gerade meine Hand frei. Warum denn nicht? Ich krieg's nicht hin. Kann er nicht einfach gerade auswerfen? Naja, fast. So, jetzt kann ich wenigstens wieder normal werfen, da treffe ich auch. Ist echt schade, dass das immer sich ständig in eine Ecke bewegt und dann einfach immer da hocken bleibt. Finde ich nicht so toll. So, einfach fabelhaft. Schon wieder. Schon das zweite Mal. Auch wenn ich nicht weiß, ob ihr das später sehen werdet, dass es das zweite Mal war. Ansonsten war es halt das erste Mal. Ist ja auch Wurst. So, 6 Bonbons. 59 Bonbons habe ich.
Dann ist das wenigstens schon mal ein Sichlor mehr, das ich entwickeln kann. Und der Schirm haut mir ständig ab. Und die Bewertung ist jetzt auch egal. Es wird wieder Zeit für ein Sichlor. Ich finde das auch ganz toll, die Stimme vom Anime. Falls ihr euch daran erinnert, das ist auch immer, er zieht seinen eigenen Namen immer sehr lang. Sichlor. Ich finde das cool. Wie eine Schlange irgendwie. Ja, jetzt kommen wir mal wieder in die Mitte. Das ist langweilig, was du da machst. Komm jetzt. Danke. Ist das eine Ballverschwendung? Großartig. In so einem Fall sollte ich vielleicht immer einfach, ich hab's Wort vergessen. Einfach fabelhaft jetzt. 65 Bonbons. Oh, Verteidigung. Ja, schade. Nicht ganz, aber es ist okay. So. Aha, da ist gerade ein Lapras aufgetaucht. Okay. Ich hatte vorhin eigentlich in der anderen Richtung was gesehen, aber wenn da unten gleich zwei sind, dann gehe ich lieber nach da lang. Na komm. Ich will das da. Jo, vielleicht sind da doch welche. Ich kann gerade mal was fragen gehen. Ihr spielt auch bestimmt Pokémon Go. Pokémon Go? Ja. Aber Französisch. Ja, ja. Ah, okay. Warum? Wegen Zapdos. Internet. Ah, okay. Naja. Lapras. Ich heb meine Raid-Pässe lieber für Zapdos auf. Ja. Naja, schade, okay. Auch Sichler sammeln, ja? Ja. Alles klar. Viel Spaß noch. So. Wenigstens einer, der ein bisschen Deutsch kann, das ist gut. Mit dem Internet. Und die Franzosen, die surfen hier, die können wahrscheinlich alles. So, Sichlor. Komm bitte in die Mitte. Komm bitte in die Mitte. Bitte, bitte. In die Mitte. Bitte. Nervig. Wenn er jetzt drinnen bleibt, wäre das gut. Weil immerhin habe ich getroffen. Na toll. So wie es aussieht, mag er mich nicht. Wer so hartnäckig ist, kann keine gute IV haben. Großartig. Hey, und das mit AR. Eins, zwei, drei. Sehr schön. So, aber jetzt will ich aber das nächste. Hopp, hopp. Schnell, schnell. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich würde lieber noch ein paar Zapdos fangen. Aber mindestens einen heute wenigstens versuchen. Damit ich morgen wieder zwei Pässe habe. Obwohl. Ja, egal. So, ist da jetzt noch eins oder nicht? Das da. Oh, jetzt soll ich da hinlaufen. Ah, ihr seid mir ja lustig. Das ist ja doof. Oi, das war das 10. Stop. Besser, hi, da ist es ja schon. Jawohl, jawohl. Ja, mit dir. Oi, 1800.
Ich würde ja fast eine Himbeere werfen. Ich könnte sogar eine goldene werfen. Ich habe doch 48. Ich mach's trotzdem. Nur weil du 1800 WP hast, hast du noch lange nicht die richtigen EV. Oh, super. Großartig. Klasse. 1, 2. Oh, schade. Ich riskiere es nochmal. Wenn er wieder nicht drinne bleibt. Und ich immer zum falschen Zeitpunkt werfen muss. Oh, wie ich das liebe. Klasse nur. 1, 2, 3. Jawohl, super. Jetzt muss ich überlegen, wo ich jetzt als nächstes hinlaufe. Und ich muss gucken, wann ich mal wieder zurückfahren sollte. Das ist so gut wie Level 30. Kappadore hätte ich natürlich auch Lust. Aber... ja. So, anscheinend habe ich hier nochmal Glück. 2 Stück. Und vielleicht tauchen ja noch mehr auf. Wer weiß. So, jetzt erstmal hier. 1500. Gleich werfen. Hoffentlich bleibt er da, wo er gerade ist. Puh, Glück gehabt. Großartig. 1, 2, 3. Sehr gut. Ah, das ist klasse. Wenn Sichlor wenigstens da mal bleiben würde, wo er als Rumpf liegt, dann ist es eigentlich ganz einfach. Das ist eindeutig. Da sollte doch bestimmt auch ein Superball reichen. Oh, der war super schlecht geworfen. Ja, genau. Komm noch mal in die Mitte. Klasse nur. Und 1, 2. Was nicht? Was bist denn du für einer? Wie bist du denn drauf? Würde Waldi sagen. Falls ihn einer kennt. Ach man, diese scheiß Animation, dass dann einfach der Ballwurf abgebrochen wird. Das nervt. Das dürft ihr gerne mal korrigieren. Hört ihr mich? Nee, hört mich nicht. So. Ist er jetzt drin? Ja, ist drin. Super. Dann kann es ja weitergehen. Ich brauche Sichlor. 89 Bonbons sind schon. Ja, so doppelte Bonbons. Da wächst das definitiv wesentlich schneller an. So. Hier, das ist doch bestimmt der Pokestop da unten. Da ist sogar schon einer aufgetaucht. Das ist bestimmt ein anderer. Und? 1700. Schnell die Sananabeere geworfen. Und den Hyperball hinterher. Schade. Jetzt sagt nicht, das hätte ich dir gleich sagen können. Ich kann das nicht. Ui. Okay, dann muss ich das anders machen. Oh, jetzt hätte ich sogar getroffen. Ha, großartig. Und das hat auf der Seite. Meine Fresse, ich langsam hernis. Und 3. Sehr schön. Richtig geil. So, das sind dann jetzt schon 95 Bonbons. Spitze. Noch 1. Das ist das, was ich eigentlich jetzt getrackt habe. Okay. Na komm. Ach ja, das liebe Internet. Gerade hier unten ist es ja besonders gut. So, aber lange, lange werde ich hier nicht mehr bleiben. Ich will unbedingt ein Zapdos Raid heute noch machen. Mindestens einen. Und morgen geht's in die Schweiz. Oder? Bestimmt. So, komm, nochmal. Ja, jetzt ist besser. Hier scheint es in Ordnung zu sein. 1600. Ich werde jetzt die Beere erst werfen, wenn er in der Mitte ist.
Bisher hat das ganz gut geklappt. Na komm, Sichler. Flieg wieder in die Mitte, bitte. Danke. Sag mal, willst du mich jetzt verkackeiern? Das ist überhaupt nicht Schnieke, was du da machst. Ach Mann! Das ist so fies! Jetzt habe ich vergessen, die Kurve zu machen, aber ich habe doch noch getroffen. Eins. Schade, das war klar. Er ist noch da. Er ist noch da. Und Sananabären habe ich auch noch. Nur die Hyperbälle gehen mir aus. Nein, ich werde es jetzt nicht mit dem Superball probieren. Normal werfen. Yay. Ist das dein Ernst? Du willst mich echt ärgern. Ah, der war wieder nicht. Der war nicht richtig. So geht das. Ich weiß schon, wie man da drauf werfen muss jetzt, aber es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und es will einfach nicht drin bleiben, weil ich nicht großartig treffe. Achso, normal werfen. Ach komm, musst du das dann immer dann machen, wenn ich werfe? Der hätte auch schon fast einfach fabelhaft sein können. Eins, zwei, der ist drin. Ja, drei. Sehr schön. Hoffe ich mal, dass ich auf dem Rückweg noch welche kriege. Und dann war es das, glaube ich. Übrigens ist hier gerade ein Baldorfisch aufgetaucht. Da dachte ich mir, naja, gut. Habe ich zwar schon, keine Ahnung, x-mal gefangen, aber warum denn nicht? Eins, zwei und drei. Ganz easy. Auf jeden Fall einfacher zu fangen als Sichlor. Ja, 17 Bonbons erst, also von daher taucht wirklich nicht sehr häufig auf und kann auch gleich wieder weg. Ist da jetzt hier noch Platz drin? Nö, sieht nicht so aus. Oder lädt er noch? Ach komm schon. Mach hinne da. Ach, schön, dass der auch noch spielt. Nö, die Arena ist voll. Gut. Man sieht nicht mehr so schnell, wer da alles so drin sitzt. Ach, sogar der hier. Ja, klar. Grüße gehen raus an den Jonas und den Maurice natürlich. Ach, ich wollte es doch jetzt gar nicht füttern. Ich klasse. Oh, ist das toll. So wie es aussieht, scheinen hier ganz schön viele zu spawnen. Da bin ich etwas überrascht. Der Daniel hat mir gesagt, dass Niantic wohl die Nest-Pokémon-Spawn-Rate erhöht hat. Aber ich habe davon noch gar keine offizielle Nachricht gesehen. Natürlich gibt es darüber keine offizielle Nachricht. Ah, ich bin auch so selten dämlich. Niantic sagt ja und sowas nicht. Aber... Ja gut, auf Reddit kann man das vielleicht lesen. Oder ich hätte eigentlich gehofft, dass Pokémon Go Hub sowas mitteilt. Vielleicht habe ich es auch einfach nur noch nicht gelesen, weiß ich ja nicht. Ich bin auf Twitter eigentlich sehr aktiv. Wirklich sehr aktiv. Und da ist schon das nächste Sichler, nebendran sogar ein Damierplex. Aber das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Finde ich irgendwie uninteressant. Aktuell habe ich auch schon eine ganze Menge. Ja, jetzt gucken wir doch erstmal. Sichler ist in der Mitte, erstmal füttern. Joa, und jetzt verpieselt er sich auf die Seite. Komm, ich riskier's und werf erstmal einen Superball. Und zwar jetzt. Sehr schön. Ist zwar nicht gut getroffen, aber immerhin habe ich nicht daneben geworfen. Zwei und drei. Klasse. Spitzenmäßig. Cool. Das ist ja der Hammer. Der Hammer, der Hammer. Gut, gut, gut. So, leider war es das auch schon mit diesem Video, auch wenn das jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde ging. Sorry dafür. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Ich weiß, das Video, ich glaube, das Video war nicht so gut. Aber naja, egal.
Ich möchte aber jetzt noch mal Grüße an den Schilling ausrichten. Ich bedanke mich recht herzlich mal wieder für einen super Kommentar unter meinem Video und bin total gehypt und freue mich mega auf den morgigen Tag in Zürich und hoffe, es klappt alles, wie es soll. Und vergesst nicht, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.